Die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. Ja. Saison vorbei, alle Entscheidungen gefallen, Zeit für Reflexion mit dem Schriftsteller, Journalist, Kolumnist Max Küng, Meister im Reflektieren. Wobei für dich gar nicht so schlimm ist, dass jetzt kein Fußball mehr im Fernsehen kommt, weil du ganz viele andere Sportarten auch schauen kannst im Fernsehen. Im Gegensatz zum Kollegen Sikora, der sehr sportlich monothematisch unterwegs ist. Nein, es kommt immer etwas im Fernsehen. Und seit es die vielen Sportsender gibt, also ich habe gedacht, irgendwie, wenn ich das gewusst hätte früher, so als Bub, ich glaube, ich hätte gar keinen Beruf gelernt. Weil du einfach genug Zeit verbringst mit Sportkatalogen. Weil ich wüsste, dass einmal dann so viel Sport im Fernsehen kommt. Ja. Vielleicht, das verbindet uns sehr. Das kann der Meme nicht so verstehen, wie man zum Beispiel stundenlang Flachetappen von der Tour de France live am Fernsehen schauen kann. Zum Beispiel. Was gibst du für alle anderen, die jetzt unter einer kleinen Meisterschaftspause-Depression leiden, weil gerade nichts kommt? Auch der Champions League-Finale ist durch. Gut, Nations League steht noch bevor, aber eigentlich ist jetzt Meisterschaftspause. Was gibst du denn für Tipps? Was sollen die schauen? Nicht an den Fernsehsport. Fernsehsport. Als grosser Fernsehsport-Experte. Giro d'Italia ist jetzt auch gerade vorbei. Oder? Leider gerade vorbei. Wir warten, bis Tour de France dann wieder anfängt. Tour de Suisse wäre zwischendurch. Tour de Suisse unbedingt. Ich könnte mal auch live schauen. Die können wir live schauen. Das habe ich übrigens sogar mal gemacht. Tour de Suisse ist mal durch Mettmerstedt durchgefahren. Da will ich jubeln, weil ich mega Andrew Hampston-Fan war. Kannst du den noch? Ich weiß nicht warum, ich habe nie ein Rennen gesehen von dem. Und dann sind wir da gestanden, schon eineinhalb Stunden vorher, und mega aufgeregt als Kind und so. Und dann sind irgendwie Autos gekommen, eine halbe Stunde lang, und dann sind die Velos gekommen, und es war noch am Anfang. Also einfach das Feld ist einfach so. Und so, okay. Das ist ich habe ihn nicht gesehen. Der Nachteil am Velofahren live schauen, es ist meistens recht schnell vorbei. Ja, es geht. Letztes Jahr bin ich in Giro d'Italia, die sind noch in die Schweiz gekommen. Über den San Bernardino und dann Splügen. Und dann mit Freunden ins Misox und dann mit dem Velo auch auf den San Bernardino hoch. Und dann dort gewartet. Und es war arschkalt. Ja. Das weiss ich noch. Und man wartet wirklich lang, oder? Weil die Strasse wieder noch gesperrt und so. Und das Geilste ist eigentlich, wenn die Helikopter kommen. Wenn du den Helikopter hörst, weißt du, okay, jetzt. Also der Fernsehhelikopter? Jetzt, genau, jetzt kommen wir jetzt langsam. Und beim Berg hast du ein paar Sekunden mehr, bis sie dann vorbei sind. Ja, ein Tipp für alle Anfänger, wenn ihr live an die Strecke geht, geht nicht bei einer Abfahrt, weil dann geht es noch schneller. Geht an den steilsten Ort. Und gut, an der Tour de Suisse ist ja dort, nehmt, wenn ihr in der Gegend wohnt, nehmt einen Hocker, wo ihr selber regelmäßig drauf und leidet. Und dann steht mal an den Rand und schaut, wie schnell die dort drauf fahren. Das demoralisiert einem ein bisschen. Aber es ist ja kein Velo-Podcast. Noch nicht. Wir müssen ja vielleicht einen neuen Sportart finden, aber da kommen wir später dazu. Wir müssen vielleicht einen neuen Sportart finden. Wir kommen später dazu. Der Meme hat ein bisschen gelitten seit dem letzten Podcast wegen einer Entscheidung, die da gefallen ist in Sachen Modus. Kommen wir schnell zu deiner Vita, Max. Aufgewachsen im Baselbiet. Genau. Baselland, Maisbrach. 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 Unglaublich schön gelegen. Also man sagt eigentlich Maisberg, nicht Maisbrach. Wie sagt man? Maisberg. Maisberg. Der Rest muss einfach verschlucken. Genau. Gut, okay, Hanni. Ich kann Basel-Ländisch. Maisberg. Ist man nicht automatisch FCB-Fan? Ich weiss nicht, wie es heute ist. Also früher war es nicht so gewesen. Früher war es so ein bisschen, hat man ja auch ein bisschen distanziertes Verhältnis gehabt zur Stadt. Mhm. Also es gibt so ein Baselbieter Wörterbuch. Und wenn du dort nachschaust, was Städter heisst, also Bezeichnung für jemanden aus Stadt Basel, ist Herrenpack. Herrenpack, das definiert so ein bisschen. Wie es heute ist, weiss ich nicht. Aber damals, nein, eigentlich nicht. Sondern, ich glaube, die meisten waren GC-Fans. Man muss es nach deinem Jahrgang noch sagen, 1969? 69, glaube ich, ja. Einfach zum ein bisschen verorten, das ist dort, wo du Kind warst, war GC halt gross. Genau, das waren dann die Panini-Alben und GC war damals, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, oder? Aber GC war damals Mass aller Dinge. Ohne Sponsor auf dem Liebling, oder? So selbstbewusst. Ja, in dieser Zeit noch. Also 70er Jahre, die sind erst später gekommen, die Werbungen, so ab Mitte 70er. Und GC hat nicht als erstes losgelegt, natürlich. Ja. Liebe Kind, GC war mal der Club von der Zürcher Hochfinanz, hat nicht immer die Chinesen gehört. Und man hat die Spiele noch gekannt, früher, damals. Ja, und es hat ein Dings gemacht, eine Playboy-Strecke. Was? Mit GC-Spielen? Ja. Roger Berbig, Blut. Warte mal, es war in der Umkleidekabine von GC oder so. Ja, ich mag mich erinnern. Charlie Inalbon. Ja.
in der Unterhose? Also ich habe da mehrere Fragen. Einerseits, warum dass man als Kind das Playboy kauft. Ja, Alter, ich sammle es. Man kauft es nicht. Nein, ich habe es geklaut. Und warum das Playboy, wo ja nicht eine Schweizer Ausgabe war, sondern wahrscheinlich eine deutsche oder internationale, oder was haben wir das finden? Doch, wir müssen jetzt da mit dem Claudio Sulzer etwas machen. Ja, aber ich muss der Club mal nachgehen. Also ich Strahlkraft gehabt. Ja. Ich habe das für suchen, ich kann es noch. Wirklich? Ja. GC im Playboy. Super, sorry. Ist das der Grund, wieso du doch dich für den FC Basel entschieden hast? Oder ist es trotz gegenüber allen anderen im Dorf, die in der GC mit GC sympathisiert haben, dass du FCB zugeneigt worden bist? Nein, ich glaube, also ein Grund war natürlich, dass es damals jetzt Nordstern noch gegeben, das war die Konkurrenz. Und ein Grund war, dass in der Waldgrotte in Bus, das ist so eine Beiz, wo man gerne an ist, Coupe Romanoff essen und so Sachen. Bananensplit. Mit so Wildgehege haben sie noch gehabt. Ja, mit Streicheln so. Ja, ja, genau. Ja, fantastisch. Und so ein Kettenkarussell, ja. Oder so ein kleines. Und einen Stutz hast du reinrühren. Und genau. Gigant, wie ohne dran der Pneu schon abgewickelt war. Und, ja, gut, ja. Wir wissen was. Ja. Genau, und dort hat Hans Küng hat eine Autogrammstunde gegeben. Das war damals der Goalie vom FC Basel. Das hat mich auch wahnsinnig imponiert, natürlich. Und dann hast du gefunden, wegen Hans Küng? Ja, nicht nur wegen Hans Küng, sondern es hat noch Dings. Also wir haben im Dorf natürlich unterschiedliche Jugendliche gehabt. Und der eine, der Lieni, das war so ein sehr kultivierter Typ gewesen. Also das war nicht so ein Hul gewesen, sondern so ein Feiner. Und der hat sehr viel über Fußball gewusst. Er war auch beim Spielen so ein Techniker gewesen. Und der hat mich dann so ein bisschen an kultivierten Fußball angeführt, auf theoretischer Ebene. Er hat den Kicker abonniert. Und was ist der kultivierte Fußball? Ja, einfach viel, etwas Wissen darüber. Weißt, so, etwas lesen? Ja. Der hat dann auch Kevin Keegan Shirt und so. Hätte ich zuerst mal erfahren, was das überhaupt ist. Weil ich habe Fußball eigentlich gehasst. Weil? Ja, weil ich so schlecht war. Ich bin mega so bleich und dick und brülle und Aussenseiter und klassische Geschichte, oder? Eigentlich ein klassischer Goalie. Ja, nein, ich war schlecht für Goalie. Ja, wir haben es dann irgendwo in Verteidigung irgendwo angestellt, so am Rand, wo ich kein Seich kann machen. Ich habe wirklich gelitten. Aber dann hast du dort schon den eher intellektuellen, theoretischen Zugang dann gesucht zu dem Spiel, weil du selber in der Praxis jetzt nicht der talentiert bist. Nicht wirklich, nein. Ich habe eigentlich Fußball dann länger auch so fast ein bisschen abgelehnt. Ja. Und ich habe mich dann eher so der Musik zugewendet. Eigentlich so. Musik und Fußball, also da gibt es ja ein paar Überschneidungen, da kommen wir vielleicht auch noch dazu später. Ja. Sehr interessant. Was sagst du aktuell zum FC Basel im Zustand 2022? Ist ja etwas gegangen in den letzten Jahren? Es ist schwierig. Ja, ich bin natürlich FCB-Fan, weil das könntest du ja dann eigentlich schlussendlich doch nicht aussuchen, sondern das kommt zu dir irgendwann und bleibt dann auch bei dir. Und es ist natürlich Fußball F wie Familie, oder? Also das könntest du auch nicht aussuchen. Du könntest auch nicht einfach so künden oder so. Obwohl man sich es manchmal wünscht. Und ich hatte sehr schöne Zeiten mit dem FCB, auch was vor allem was schlecht gelaufen ist, oder? Weil für einen Fan ist natürlich eigentlich das ja Schöne, oder? Wenn es das Leiden, oder wenn es nicht läuft, oder wenn es wieder könnte davon laufen. Ja. Weil das Gewinnen ist ja so ein bisschen langweilig, fast. Ich komme nicht darauf an, was für Fans das fragst. Oder? Ja, es gibt die viele, wo es ist ja nicht per se eigentlich das Leiden lässig, sondern die Hoffnung, dass es immer noch gut kommt. Ja. Das ist ja das. Weil das Leiden allein ist ja nicht lustig. Also ja gut, für gewisse schon. Ja, dann wäre man ja einfach Fan vom schlechtesten Club, den es überhaupt gibt. Ja. Weil dann hat man jedes Wochenende hat man Gewissheit, geil, heute haben wir wieder grauenhaft auf die Kappen bekommen. Ja, das gibt es sicher auch. Ja, aber das hast du beim FC Basel natürlich gut können. Hoffen, eine schlechte Zeit, dass es wieder gut kommt. Eben, hoffen, aber die Hoffnung musste da sein. Ja, absolut, das glaube ich auch. Dass es nur allein leiden, also ich weiß nicht, vielleicht bist du da anders gestrickt. Du, ich bin ja dann vor 18 Jahren auf Zürich gezogen und dann halt auch ein bisschen mehr Distanz dazwischen gekommen. Auch Schweizer Fußball ist jetzt nicht das, was mich am meisten eigentlich interessiert. Wenn ich jetzt schaue ich vor allem Bundesliga oder englischer Fußball. Und es ist ein bisschen Distanz dazwischen gekommen auch. Und jetzt mit den Kindern natürlich. Ich habe zwei Buben und der eine interessiert sich überhaupt nicht für Fußball und der andere ist eher halt logischerweise FC Zürich. Und FC Zürich ist auch ein sehr sympathischer Club. Also nicht, dass ich jetzt Fan werde. Also.
Also man muss sagen, du wohnst schon seit einem Zeit in Zürich? Ja, 18 Jahre. 17 Jahre. Also deine Kinder wachsen in Zürich auf? Ja. Das ist kein Problem dann, wenn die eigenen Kinder für dich mit einem rot-blauen Herz... Überhaupt nicht, nein. Nein, nein. Nein, ich bin völlig entspannt, was das angeht. Meine Tochter hat sich mal bei mir entschuldigt, dass sie wachst in Zürich auf und in Zürich, wenn du in Zürich aufwachst, ist halt im Moment gerade sowieso und schon seit einem Zeit ist der FCZ halt sehr dominant und cool. Geht sie natürlich überhaupt nicht. Und lang hat sie, weil sie gewusst hat, ich finde geht sie noch gut, hat sie auch so ein bisschen gefunden, ja, sie verfolgt das auch ein bisschen und ist auch ein bisschen für die und hat sich letztes Mal entschuldigt, dass sie den FCZ halt schon auch noch lässig findet. Und dann habe ich gefunden, du musst dich einfach also sie tut eigentlich das Erbe ausschlagen, oder? Sie hat ja. eine Generation übersprungen, mein Vater ist auch FCZ und ich, okay. einfach, ich bin wie so... Du kannst noch hoffen auf später. Ja. Ja. Aber wenn wir gerade bei deinen Kindern sind, ich habe ein sehr interessantes, und das bestätigt das, was der Meme schon sehr lange gesagt, sehr einen interessanten Champions-League-Abend verbracht mit zwei Freunden und dann ihren Buben. Und es war fantastisch, gewesen, wie viel die Buben gewusst haben über die Spiele, also alles. Früher, wenn ich die Shooter geschaut habe, gerade internationale Spiele und nicht alle kennt habe, habe ich manchmal schnell googeln, wer ist jetzt das? Woher kommt der? Wo hat der vorher gespielt? Wie alt ist der? Und das habe ich wie nicht mehr müssen. Ich habe einfach nur eine Frage in den Raum stellen und die Buben haben alles gewusst. Wegen FIFA, FIFA-Manager. Ja, also ich habe zwei Buben. Der 16-Jährige interessiert sich nicht für Fußball. Ja. Und der 12-Jährige interessiert sich sehr für Fußball, aber vor allem für FIFA. Also für ihn ist, glaube ich, echter Fußball ist wie so ein Nebenprodukt von FIFA. Ja. Und er weiss auch mega viel über Spieler, ja. über Podcasts informiert. Und wir haben auch einen lustigen Champions League-Final gehabt, weil. Ich habe Sky und auf Sky ist es ja dann nicht gekommen, sondern auf Blue. Ja. Und, ich habe nicht Blue, aber es ist eben doch auf Sky gratis gekommen, auf Französisch. Ja. Und ich habe dann mit meinem Bub schimpfend dann gesagt, das ist die totale halt Kommerz-Scheisse oder du musst jetzt zahlen oder auf Französisch schauen. Er hasst Französisch. Mhm. Und dann haben wir auf Französisch geschaut. Und ich habe dann noch herausgefunden, dass ich auf ZDF gekommen bin. Ja. Schon ist genau so gegangen. Wir haben uns eigentlich nur versammelt bei dem einen Kollegen, weil der hat sich vor kurzem mal ein Blue-Abo gelöst. Und wir haben gedacht, ja, wir können halt den Final nur dort schauen. Wo wir dort waren, alle miteinander haben gesagt, es kommt auf ZDF. Komm, wir schauen zum ZDF. Und lustig ist auch, dass mein Bub ist schon gegen... Ist ja manchmal noch schwierig, ist man für jemanden oder gegen jemanden. Oder? Ja. Das ist ja, manchmal ist es ja fast interessanter, wenn man gegen jemanden ist, als ja. für jemanden. Und er war total gegen Real, gewesen, wegen Courtois. Mhm. Weil der hat ja eine Affäre gehabt mit der Freundin von De Bruyne. Ah, das wisst ihr dann auch? Ja. Da wäre ich jetzt überfragt. Aber falls wir da noch jemanden, einen Assistent brauchen, da noch zu dem, der so aktualitätsbezogen ein bisschen News weiss und alles, hey, kannst du auch dort umfragen? Jeder zweite Bub kannst du nennen, die wissen da massiv viel mehr als wir. Viel mehr. Ich weiss ja viel mehr. Von dem internationalen Geschäft weiss ich wie nichts mehr. Also wir sind, zugunsten wir haben ein bisschen mehr Nostalgie also und altes, unnützes Wissen. Ja, oder? Ja. Aber, ja, aber das, was sie sich jetzt aneignet, das ist dann irgendwann für sie auch altes und nützes Wissen. Das musst du zuerst mal aneignen, bevor es altes Wissen wird. Aber wenn die das so weiter anhäufen, in dieser Menge, ja. krass, oder? Ja, aber das ist ja schon, das ist ein Einstiegsding. Das war bei mir auch so gewesen. Ich weiss viel von denen, weißt, wo Spieler gespielt haben und wie gut dass sie waren und welche Positionen und so, weiss ich auch viel von Computersachen. Also weißt, so von Fußballmanager-Games ja. und von alten PC, ne, das habe ich nicht gehabt, aber so Konsolen-Games, das weiß ich auch viel von dem, das ist irgendwie geblieben. Und ich habe mir dann auch so völlig sinnlose Mühe gemacht. Es hat zum Beispiel den Manager Anstoß, ein deutscher Fußballmanager, kennt ihr nicht? Mhm. Das war eher noch humorvoll gewesen, aber sehr fantastisch. Jetzt gibt es eine neue Auflage, dann kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Und dort hast du natürlich nicht, also hast viele Ligen gehabt, aber völlig Fantasie nehmen und so. Und dort habe ich mir ja Mühe gemacht, um die ganze Schweizer Liga dort reinzudöckeln. Einfach selber. Damit alle Spieler von Weil und so noch richtig gewesen sind. Mit natürlich, jeder Spieler hat müssen, weißt, so verschiedene Stärken haben, wie gut, dass du, wie schnell, wie Kopfball stark. Das hast du dürfen selber bestimmen? Ja, ich habe ja müssen spielen mit dem. Also es wäre noch wie, wenn man könnte wie bei FIFA selber noch so ein bisschen... Das hat man früher natürlich auch können. Das könntest du. Ah, ist das so? Ja, das könntest du, ja. Also ich habe ja so, so einen Gurkenclub, den ich noch gerne habe, Sheffield Wednesday. Ja. Und da hat mein Bub hat Sheffield Wednesday so aufgemotzt, also weißt du, eingekauft, richtig so. Ah, beim Manager, ja. Neuer ins Goal und so. Ja, okay. Und jetzt gönnt's. Wenn ich spiele, nicht, nein. Das
ist wieder in der richtigen Welt. Du kannst die besten Spieler zusammen kaufen. Du musst doch dann noch irgendwie ein Konzept haben, einen Matchplan. Ja, das ist enttäuschend. Wie der Mario Frick zum Beispiel. Jetzt kommen wir in die Gefilde, wo der Memme mitreden kann, weil er dort dafür unglaublich spezialisiert ist. Seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, seit unserem letzten Podcast, ist ganz viel passiert. Wie immer. Ganz, ganz, ganz viel passiert. Auf- und Absteiger sind klar. Barasch ist passiert. Ich wollte nur schnell kurz ein Müsterli geben, wo wir vor zwei Wochen gsi sind. Einschätzung mit Sikora. Fußballexperte. zum Thema kann es passieren, dass Aarau tatsächlich nicht aufsteigt. Mit Sikora sagt, wird nicht passieren. Also Winterthur wird Krienz schlagen. Ja, Winterthur wird Krienz schlagen und Aarau wird gegen Vaduz gewinnen. Ja, wenn jetzt Schaffhausen gegen Stade Lausanne Uschi auch gewinnt und Aarau verliert, blöderweise, wir wissen, im Fußball kann das Aarau hat auch schon ein Barrage im Hinspiel 4-0 gewonnen und ist nachher doch nicht aufgestiegen. Sie haben jetzt ihr grosses Spiel gehabt gegen Schaffhausen und das haben sie gewonnen auswärts, was wirklich wesentlich schwieriger war, als der heimgegen ambitionslose Vaduzer gewinnen. Aber ist nicht das, Herr Rieder? Challenge League alles möglich. Es ist immer in der Challenge League alles möglich. Ist nicht im Fußball immer alles möglich. Das stimmt im Fall schon lange nicht mehr. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Fake News, das bin nicht ich gewesen. Das ist irgendein Schauspieler, der angekommen ist. Ich weiss jetzt aber auch, wieso, dass du bei all diesen WM-Totos immer so grob schlecht bist. Weil du, je besser dass man rauskommt im Fußball, desto schlechter ist das ist so. Die anderen tippen einfach überall 2-1 und gewinnen dann nach dem Schluss. Nein, das ist so. Also wir machen auch immer so ein Haus, erweitertes Haus-Toto. Der Marc, ein guter Freund von mir, der ist schon Fachmann, wirklich. Und der ist letzter geworden und gewonnen hat meine Frau, die alles extra falsch tippt hat. Ja. Einfach gemein. Einfach gemein. Also, nochmal eine neue Chance zur Einschätzung von dieser Situation. Aarau hat es tatsächlich wieder nicht geschafft. Was wirklich sehr erstaunlich, auch bitter ist für sie, aber natürlich, wenn du jetzt diese Ausgangslage verspielst, dann kann man auch sagen, hast du es vielleicht schon nicht ganz verdient. Es gibt übrigens sehr schöne Bilder, wo Vinti dann aufgestiegen ist, sind sie nachher im Bus heimgefahren. Da gibt es von Schütze TV, hat das wie aufgenommen, und dann ist so die ganze Mannschaft zusammen gewesen, und die haben dann am Tunahan Cicek angerufen, der zwei Goal geschossen hat für Vaduz. So FaceTime und so in Hochjubeln lassen. Sehr herzig. Okay, und er hat Freude gehabt? Er hat sehr Freude gehabt, sehr. Ja, bitter für Aarau, muss man sagen. Aarau zu der Super League ausgeschossen, obwohl sie mit sie haben sich halt selber rausgeschossen, weil sie hätten einfach gewinnen müssen. Ja. Ich gebe einfach nie mehr so eine Prognose ab. Ja, genau. Vor allem, weißt, nicht so klare. Weißt, ich kann, also, das wird nicht passieren. Ja, dann wirst du wie so, nachher, wenn man nicht so Sachen macht, dann wirst du so wie, wenn der Jürgen Seeberger als Experte einmal jetzt bei Blue ist und über die Challenge League redet. Immer wenn man dem will, so etwas entlocken will, wie so, ja, wie siehst du die Chance? Nachher sagt er immer so, ja, die einen könnten gewinnen, aber die anderen könnten auch gewinnen. Das ist auch langweilig. Hey, alles ist möglich. Sag mir lieber, ja, alles ist möglich. Hast du Barasch verfolgt? Ein bisschen. Ich habe Dings geschaut, Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern. Ja. Das war ein schönes Spiel, sehr emotional. Ja. Und Barrage ist natürlich eigentlich viel spannender als irgendwie oben raus. Oder? Ja. Das ist so existenziell. Unglaublich. In dem einen oder in den zwei Spielen, wo es um alles geht. Einfach brutal, oder? Und du denkst, warum? Warum macht man das eigentlich so brutal? Ja. Härter. Aber es ist also schon geil. Ich wollte noch nicht über den Modus diskutieren, wir kommen sicher noch zum Modus. Aber grundsätzlich, die Barrage wirst du auch nicht wollen abschaffen. Nein, es ist ja wie so, eine gewisse Durchlässigkeit zu machen und dass du nicht automatisch zwei Absteiger hast aus der 10er-Liga, wäre ein bisschen hart. Haben wir eine Zeit lang haben wir ja nur einen Absteiger gehabt und jetzt noch mit der Barrage. Es ist ja wie so ein Rettungsanker für den, der 9. wurde und gleichzeitig noch ein Zückerli für den, der 2. wurde in der Challenge League. Und dann hast du natürlich ein packendes Spiel für zwei Mannschaften, die einigermaßen auf Augenhöhe sind, das natürlich schon geil. Also ist auch fair, finde ich. Und ich rede, glaube ich, für viele, jetzt ausser vielleicht für Schaffhauser, wo sagen, es ist schon eigentlich schade, dass Aarau jetzt wieder nicht geschafft hat, aber wir sind alle mega, mega froh, dass es Luzern gepackt hat. Weil jetzt haben wir eine grossartige Super League nächstes Jahr. Die beste, seit langem. Also ich sage, Zuschauerrekord wird fallen. Das ist jetzt doch... Das Mal war die Schweiz Super League schon sehr nahe dran im Alltime-Best-Zuschauerzahlen. Und jetzt noch, wenn Lausanne runtergeht und Winti raufkommt, dann sieht es also sehr gut aus, dass mir das gefällt. Und ich bin froh, dass Luzern dabei ist. Ich bin aber auch sehr froh, dass Schaffhausen nicht dabei ist, muss ich schon auch sagen. Schaffhausen und die 14 Fans in der Kurve.
Ja, auch das. Und es gibt ja auch viele Schaffhauser, die mit dem Club sehr Mühe haben, seit da die neue Führung ist. Und dann noch irgendwie Verbandlung mit irgendwelchen dubiosen uruguayanischen Spielervermittlern. Und alles ist sehr, sehr höchst dubios und nichts Nachhaltiges. Es sind ein Spieler, der länger da war, den haben sie jetzt auch noch geschickt. Also, nein, danke. Und der Zuschauerrekord ist ja eigentlich eine gute Nachricht für die Liga und gleichzeitig auch eine schlechte Nachricht für die Liga, weil es ja wie so der Beweis wäre, dass es keinen neuen Modus bräucht hätte, zum Zuschauer ins Stadion zu locken. Jetzt sind wir im neuen Modus. Ein neuer Modus Super League. In Playoffs am Schluss den Meister ausspielen und den Europacup-Platz. Jetzt, vor zwei Wochen haben wir zwar geahnt, dass es so wird kommen, aber es war noch nicht so weit gewesen. Jetzt ist es Fakt. Wie siehst du das als Fußballromantik? Ich kann... ja, nein, ich bin eigentlich nicht so konservativ. Also, ich finde es eigentlich gut, wenn man etwas Neues ausprobiert. Aber ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht Gedanken darüber gemacht, wie denn das wird sein. Mhm. Also überhaupt nicht. Das ist eben der Unterschied zwischen dir und auch mir, wo auch die Möglichkeit offen lässt, dass das eventuell durchaus könnte noch lässig werden. Ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt. Ich habe in der Nations League auch gefunden, dass das eigentlich braucht doch niemand. Und jetzt finde ich es mittlerweile auch mal 100-mal besser als all die Testspiele. Wer weiß, vielleicht ist es so gut. Jetzt, der Meme, der macht das, was lustigerweise viele Clubpräsidenten eben nicht gemacht haben. Er füllt Excel-Tabellen und rechnet tagelang an einem Modi um und kommt zu einem ganz anderen Schluss, als jetzt alle Vereine gekommen sind. Nicht ganz alle Vereine. Und ich tue nicht dort umrechnen, um den guten Modus zu finden, dass es nicht missverständlich ist. Ich tue mehr so das, was zur Auswahl steht, mal durchrechnen, stimmt das, was alles gesagt wurde ist und was sind die Überlegungen dahinter. Und ich habe schon festgestellt, ich habe ja wirklich... Man kann schon sagen, lobbyiert eigentlich bei vielen Clubpräsidenten, um den Modus nicht anzunehmen. Mhm. Und habe dann auch sehr viele Mails und sehr viele Telefone noch geführt und bin auch ein bisschen gegen Windmühlen angerannt. Und was wirklich mein Hauptvorwurf ist, dass wenn ich mit denen geredet habe, habe ich bei vielen müssen lernen, dass sie die Alternative zu dem jetzigen Modus, der vorgeschlagen wurde, ist, gar nicht verstanden haben oder ihnen ist er nicht richtig präsentiert worden oder sie haben nie nochmal nachgeschaut, wie das dann genau ist. Der schottische Modus ist ja noch zur Alternative gestanden und immer wenn ich die Leute auf das angesprochen habe, haben sie gesagt, ja, aber nein, den Schottenmodus kannst du ja nicht brauchen. Der ist ja, da spielt man ja dreimal gegen jede Mannschaft und dann hat die ein, zwei Heimspiele und die andere nur ein Heimspiel. Das ist ja total unfair. Aber dass der schottische Modus nachher noch eine Finalrunde vorgesehen, wo das wieder ausgeglichen wird und eine Abstiegsrunde, das hat wie niemand auf der Rechnung gehabt. Und wenn sie natürlich den schon vorher ablehnen, dann kommen sie halt mit so komischen Playoff-Modi. Und das muss ich schon sagen, das tue ich vielen vorwerfen, dass sie alles das wie nicht nachgeprüft haben. Oder so mit Argumentationen kommen wie so, wir brauchen mehr Heimspiel, wir brauchen unbedingt mehr Heimspiel. Und dann wählen sie einen Modus, wo sie weniger Heimspiel haben als vorher. Also das ist einfach nur albern. Also du unterstellst ihnen, dass sie das gar nicht wirklich zu Ende überlegt haben, sondern dass sie... nicht allen, gell? Muss ich auch noch sagen. Es hat ein paar, die sich sehr wohl mit dem befasst haben. Mhm. Andere ganz offensichtlich einfach nicht genug gut. Und das finde ich erschreckend, dass Leute, die einen Club führen, offensichtlich mit der drohenden Zukunft sich nicht so auseinandergesetzt haben, wie sie hätten müssen, meiner Ansicht nach. Und dann, denke ich auch, werden sie zu einem anderen Schluss kommen, als sie jetzt getroffen haben. Also Präsidenten, oder? Präsidenten, ja. Also das sind schlussendlich die abstimmen. Natürlich gibt es da noch andere Leute, die haben einen CEO, der vielleicht auch noch irgendetwas macht. Aber sie sind mit Aussagen gekommen, die ziemlich klar darauf hindeuten, dass sie nicht kapiert haben, was die Alternativen ist oder was die genauen Folgen von diesem Modus sind. Und das finde ich wirklich schlimm. Man hat sich ein bisschen Sorgen machen beim letzten Podcast schon und auch dort, wo dann der Entscheid rausgekommen ist, wenn man dir ein bisschen auf Twitter gefolgt ist, dass du jetzt abschliessest mit dem Fußball, dass du im Fußball den Rücken kehrst, dass du Einsiedler wirst oder Alpöhi oder wirklich vielleicht doch noch zum Minigolf findest. Wie sieht es in dieser Hinsicht aus? Muss also ich mir Sorgen machen? Muss ich mit dem Max Küng, seinem Sohn, jetzt weiterhin... Ich habe eigentlich viel Hoffnung darauf, wenn wir jetzt da so Fernsehsportler haben, dass ich mir wie so Alternativen biete. Aber bis jetzt so Velofahrer hat man jetzt noch nicht. Vielleicht kommt ja noch irgendetwas anderes. Golf. Man muss auch noch sagen, es gibt ja ganz viele andere Ligen, sogar in der Schweiz, die nicht nach so einem albernen Modus spielen, wie zum Beispiel die Challenge League. Bis jetzt. Wahrscheinlich gibt es noch... Ich weiß nicht, wie es da noch weitergeht. Da bist du Fahnenflüchtige. Also es ist einfach, für mich ist es jetzt wirklich so, die nächste Saison ist für mich die letzte, also bis auf Weiteres die letzte Saison, wo so eine Saison ist, die mir wirklich Spass macht. Wo, so, wo ich weiss, jedes Spiel geht um irgendetwas. Es ist nicht in der 15. Runde Sion gegen Lugano und es geht um nichts mehr, weil eh schon beide in der Abstiegsrunde sind und nachher nochmal zweimal gegeneinander spielen und dann noch der Playoff, wo sie überhaupt nicht drauf ankommt, auf welchem Platz du bist. Das ist für mich nicht genug Anreiz, um das Spiel zu schauen.
Also, und jetzt muss ich mir also manchmal auch überlegen, oder? Es ist mega schön Wetter draußen, ich könnte ja irgendwie baden gehen und so, aber ich finde, ja nein, doch, das Spiel, das schaue ich jetzt, oder ich gehe ins Stadion, das schauen. Das befürchte ich jetzt, dass ich das in meinem Playoff-Modus einfach nicht habe. Weil das Spiel geht um nichts. Warum soll ich das schauen? Apropos schön Wetter, das, Max, ich habe das Problem, mal schnell vom Fußball und vom Meme seine grossen Probleme auch, wo wir aber auch ernst nehmen. Dann sitzt tief. Sitz tief. Wie machst du das, wenn draußen schönes Wetter ist und du könntest locker in den Schatten von einem Baum liegen, ein gutes Buch lesen? Es muss ja nicht zwingend Body sein. Und es läuft die Tour de France und du musst wieder die Läden machen, weil das Licht von draußen stört, auch beim Fernsehen schauen. Mit dir und deinem Gewissen? Mein Gewissen ist recht schlöfrig. Denn so, das döst dann. Nein, ich habe kein Problem mit dem. Gar nicht? Nein, weil das ist ja für mich, das ist auch beruflich interessant. Oder? Also das ist ja der Vorteil von meinem Beruf. Ich kann ja irgendeinen Käse kann ich auch machen oder mich damit beschäftigen und sagen, das ist beruflich jetzt interessant. Und nachher darüber schreiben? Und dann darüber schreiben oder zum Schluss kommen, dass da kann ich jetzt nicht drüber schreiben. Ja. Also über die Etappe kann ich jetzt noch nicht drüber schreiben, aber vielleicht die nächste, man weiß ja nicht, die nächste Flachetappe jetzt, über 300 Kilometer. Nein, aber meistens kann man ja sehr gut dazu arbeiten, oder? Weil das läuft dann so nebendran und man hat ja auch Vertrauen in die Velofahrer, dass die das schon gut machen und dann schaut man wieder ein bisschen und dann tut man richtig so die letzte Stunde, klinkt man sich dann ein. Ah, du brauchst die Anfangsphase von einer Etappe mehr als Hintergrund, Soundkulisse, damit dich das geistig anregt, damit du dann kannst schreiben dazu. Ja, ja, aber man muss schon ein bisschen das Auge drauf haben, oder? Weil das ist ja die Möglichkeit, dass etwas passiert, ist ja immer da. Das ist ja so, das macht es ja so spannend. Ja. Wie auch Formel 1 Rennen auch. Oder? Ja. Das ist ja nicht, dass etwas passiert, sondern es könnte etwas passieren. Oder? Also ich kann noch etwas gestehen. Ich habe übrigens mal auf der PlayStation doch sicher ein paar Stunden damit verbrötet, zum Tour de France spielen. Tour de France auf der PlayStation spielen. Fantastisch. Mehrheitlich drückst du einfach das Dreieck, dann fährt dein Fahrer einfach so im Feld und kannst ein bisschen rumschauen und so ein bisschen. Und irgendwann kommt ein Schlussspurt und dann habe ich keine Chance mehr gehabt. Obwohl. Aber dann halt die nächste Etappe schon, da setze ich mich dann ab. Okay. Ist ein super, super Spiel. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Kann ich empfehlen. Also, Langzeitspielspass ist nicht so sehr abgefuckt. Ja, das ist sehr abgefuckt. Ja. Ihr schaut ganze Flachetappen. Wie viele Etappen gibt es denn, Tour de France? 20? Nein, ein bisschen mehr. Es geht 3 Wochen. Sind jede Woche also 2 Ruhetage. Und aber das erste Wochenende fängt auch schon früh an. Sind, glaube ich, etwa 24, 23. Ja, Giro sind 21 gewesen, oder? Ja. Tour de France wird auch so. Ja, sind, glaube ich, mehr gewesen. Mehr. Und ich finde, das ist komisch, wenn ich mal 3 Stunden PlayStation spiele. Und ihr schaut 3 Wochen das, um nach irgendeiner Siegesfeier zu sehen, wo sich einer den Kork ins Auge schiesst. Aber oh, das ist mega schlimm. Gleichzeitig eine der schönsten und auch traurigsten Geschichten überhaupt, die der Radsport je geschrieben hat. Wenn wir die noch schnell erzählen, dann werden wir wieder zum Fußball-Podcast. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Er kommt aus Eritrea. Der erste afrikanische Radfahrer überhaupt, der eine Etappe von einer grossen Tour gewonnen hat. Und er hat sich gefreut. Und alle haben sich mit ihm gefreut. Es war so eine grosse, grosse, generelle Freude gewesen. Und er beugt sich über die Champagnerflasche. Prosecco. Entschuldigung, ist ja Italien. Prosecco-Flasche. Und beim Aufmachen, und wir alle wissen, das solltest du nicht. Mm. Und es ist genau das passiert, was dann muss passieren, wenn man sich über eine Flasche beugt, die Druck drauf hat. Aber es war eine Riesenflasche, oder? So ein Magnum gewesen, oder so. Also auch viel Druck. Und der Kork ist genau ins Auge. Ins Auge, ja. Er hat dann noch Haltung bewahrt und die Siegerehrung so ein bisschen zu Ende gebracht. Er hat dann schon noch ein bisschen gespritzt mit dem Prosecco und ist nachher ins Spital, ist mit so einer Augenbinde wie ein Pirat zurückgekommen. Er hat noch Interviews gegeben und ist dann aus der Tour aus dem Giro leider ausgestiegen. Naja, ich glaube, er sitzt immer noch nicht auf dem Velo. Also kann noch nicht fahren. Das aber ist nicht, also er hat nichts Bleibendes, also das muss man sagen. Das ist immerhin, der Druck auf dem Auge ist gerade noch zu gross. Es wäre zu gefährlich, wenn er wieder wird. Also ich sehe Potenzial für einen Velo-Podcast. Ich wäre dabei, es gibt noch den Hernan Buenaora, irgendein Kolumbianer, dem ist mal bei der Abfahrt ein Büsi in die Speicher gerannt. Ein Unfall. Also wirklich ein prekärer Unfall. Für das Büsi und für den Hernan Buenaora. Ja, das Büsi war zweiteilig nachher wahrscheinlich. Ja, das war ziemlich weg. Und er hat, ich meine, wie schnell fährt man da durch ab? Ja, nein, sie sind wahnsinnig. Gut, also Velo-Podcast ab nächster Saison. Zurück zum FC Basel. Sehr interessant, dass der David Degen 2015 gesagt hat,
Klar, dass ich gegen den Playoff-Modus ausgesprochen habe, das war nach Ende seiner Karriere gewesen. Im Endeffekt ist das alles eine ligaeigene Quersubventionierung von oben nach unten und vor allem nichts als Humbug. Jetzt ist der Präsident vom FC Basel nicht dafür. Also Perspektiven können sich durchaus ändern im Verlauf der Karriere. Also, das ist schon, das zeichnet ihn aus, oder? Also, du, was? Dass er, ja, dass er seine Meinung kann ändern kann. Also Fußball sowieso. Also gerade FC Basel, Alex Frey. Ich weiß noch, wo ich ihn gesehen habe, wo er bei Servette gespielt hat. Und im Stadion. Und das ganze Stadion hat geschaut: Alex Frey, du bist die dümmste Sau, Sau, Sau. Oder? Und also erstens musst du das können aushalten. Ja, ja. Das ist hart, oder? Und aber auch die Fußballfans, oder? Das ist jetzt auch jetzt eine andere Sicht von den Dingen. Ja, es ist Liebe geworden. Ja. Ja. Wieso haben die ihn so doof gefunden? Weil er, hat für Servette gespielt. Als Basler für Servette. Ja, er hätte glaube schon für Basel gespielt, hätte er können für Basel spielen. Nicht? Ja. Ja, hätte dann, ist er wieder dann. Ja, später dann schon. Ja, ja. Also er ist aber schon nicht freiwillig zu Servette. Er hat einfach mehr Chancen sich erhofft. Oder sie haben ihn abgegeben, was auch immer. Ja. Alex Frey und Umgang mit Liebe und Ablehnung. Ja, das musst vor allem, dann bist du irgendwie 20 und alle die Fans aus deiner Stadt singen dir das... Wieso? Schon nicht verdammt geil. Ja, und du bist ja gut, oder? Ja. Oder? Andere nehmen aus dem gerade ein bisschen Energie, um noch besser zu sein, oder? So Carlos Varela-mässig. Je mehr, dass du beschimpft wirst, desto besser bist. Er hat es gesucht, ja. Ja. Wie ist der Move von Alex Frey, wenn wir jetzt gerade beim Alex Frey sind, zu werten, dass er vom FC Winterthur nach einer halben Saison, glaube ich, jetzt gerade schon wieder weitergeht zum FC Basel? Kannst du das nachvollziehen? Aus seiner Sicht? Aus seiner Sicht schon, oder? Ja, logisch, natürlich. Ja. Ja. Ja, schon, eigentlich schon. Es ist ja naheliegend, weil du als Trainer schaut man schon fast noch mehr auf seine eigene Karriere als Spieler. Also mit Trainer tut man nicht so sagen, ja, du hast ja keine Vereinstreue. Wenn man jetzt am Alex Frey seine Trainerkarriere anschaut und sagt, okay, bist mal offenbar wollte Basel-Trainer werden vorher, hat irgendwie nicht gerade geklappt. Nachher bist du mal bei Wiel. Kaum bist du bei Wiel mal ein bisschen etabliert, bist gerade weg. Bei Vinti noch mal ein halbes Jahr und schon wieder weg. Wenn du ein Spieler machen will, wenn man sagen, hey, was bist denn du für eine treulose Tomate, oder? Du ziehst ja immer gerade weiter. Genau, aber es sind ja Wanderarbeiten. Ja. Wanderhuren hat es so viel. Ja. Und als Trainer ist, glaub, da hat man noch mehr Verständnis, dass der auf seine Karriere schaut und findet logisch, wenn Basel ruft, dann gab man natürlich. Das ist wie so für alle. Ja, und es gibt nicht so viele Jobs, oder? Ja. Also... Aber nur schon, wenn jetzt ein Vinti-Spieler würde zu Basel gehen, fändet ihr das wahrscheinlich weniger lässig, als wenn der Trainer geht? Ja, also das ist schon der Punkt. Also, jetzt kann man sicher sagen, Alex Frey, jetzt bist du gerade mit dem FC Winterthur aufgestiegen, hast eine grossartige Rückrunde gespielt, bist mitverantwortlich, dass der FC Winterthur nach 725 Jahren wieder in der obersten Liga spielt. Es bleibt doch dort ein, zwei Saisons, aber wer weiß, ob in ein, zwei Saisons das Fenster zum FCB nochmal aufgeht. Also, ja, vor allem, also, das Auffahren ist ja das eine, oder? Aber das Etablieren ist, glaube ich, dann nochmal eine Herausforderung. Oder? Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man dann froh ist, wenn man das auch kann. Loslassen, oder? Die Verantwortung mit dem machst du. Es ist auch schon vielen passiert, dass sie wie so als Aufstiegstrainer mega, mega hoch gejubelt, vor allem wenn es ein Club ist, wo man es eher nicht erwartet hat, dass sie aufgestiegen sind. Und dann denkst du, ja gut, die hocken jetzt so sicher im Sattel, weil sie sind ja die, die den Club unerwartet aufgebracht hat. Was kann man denn schon erwarten da oben? Und dann nach 20 Runden oder nach 15 Runden sind sie dann letzten, dann heißt es, sorry, Trainer entlassen. Keine also Perspektive. Das hebt dann einmal wirklich nicht lang. Ja, also das geht dann schnell. Oder? Ja, dass man wie so, wir müssen jetzt etwas machen. Obwohl man im Vorfeld dann noch gesagt hat, ja, ist ein schönes Abenteuer, wir tun uns jetzt da nicht überlupfen, um da bleiben, wir setzen jetzt nicht alles dran, aber dann kommst du den Letzten, okay, Trainer entlassen. Wie kommt das gut mit dem David Degen als Präsident, mit dem Alex Frey als Cheftrainer? Der Marco Streller ist auch noch irgendwo rum. Ja, es sind... Also, seit der Urs Fischer entlassen worden ist, sind viele Personalentscheide gefällt worden, die ich jetzt noch schwierig finde. Oder? Und der hat schon dazugehört, der Urs Fischer entlassen. Ja, also ich finde es super, was er macht. Oder? Und ich schaue Bundesliga und ich freue mich immer sehr, dass es ihm so gut geht. Oder? Also ich mag ihm das wirklich gönnen. Und mit auch ein bisschen retrospektiv im Kopf schütteln. Oder? Also, hey, why? Oder? Warum? Warum haben sie ihn geschmissen?
Fragst du das mich jetzt? Ja, das frage ich dich jetzt, das frage mal. Ja, ich glaube, so die Hauptkritik an ihm war, dass man halt eher einen konservativeren Fußball gespielt hat, was nicht so gut angekommen ist. Gleichzeitig du aber nicht hast können neue Spieler so entwickeln oder so zur Geltung bringen, dass sie auf dem Transfermarkt sehr interessant sind. Also die Eigengewächse. Ja, und auch so. Die, wo du, weißt so alle die Salas und Elionussis und so, die nachher gekommen sind, dass du die so kannst entwickeln, dass sie so trainiert werden, dass du sie nachher, dass sie interessant sind auf dem Transfermarkt. Das ist das, was Vicky hat gehört, er ist dafür nicht Meister geworden, aber dafür haben sie verkauft Spieler ohne Ende. Weil ich mit Vicky Fußball spielen konnte. Ich meinem Bub erzählt habe, meinem 12-Jährigen, dass der Mo Salah mal im FC Basel gespielt hat. Das hat er nicht geglaubt. Er hat es nicht geglaubt. Dann musste ich es zeigen. Ja. Schüttelt heute noch den Kopf. So weit zurück ist die Recherche nicht gegangen in dem Fall. Ja. Der Mo Salah. Ja, das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her. Ist das, da wir haben mal kurz diskutiert, ist es der beste Spieler, der je in der Super League gespielt hat? Also, Super League-Beschränkung. Also auf die seit 2003. Nein. Ganz. Nein, die Dings. Kubilias, oder? Der Kais. Ja, aber der hat irgendwie 10 Spiele für Basel gemacht. Aber ja, wahrscheinlich wäre das vom Potenzial her wahrscheinlich die beste. Ich habe Ivan Zamorano noch eingeworfen, aber sie hat es nicht geändert. Du kannst auch noch mit dem Günther Netzer kommen. Mit dem Rummenigge, mit dem Tardelli, mit Altobelli, mit dem Guattuso. Aufs Alte. Mit dem Zambrotta. Ja, am Schluss. Du meinst dann, wo sie da gespielt haben? Ja, das ist ja. Genau. Bevor sie dann ganz gross geworden sind, wie in der höchsten Schweizer Liga. Vorher. Ja. Also ja, während dem geht ja nicht, oder? Nein, das während dem geht nicht. Kann nicht sein. Vorher oder nachher. Ja. Oder? Aber nachher ist es kommt davon. Ich meine, früher, der Stilike ist direkt von Real Madrid zu Xamax gewechselt. Und zwar, weißt du, nicht mit 37 oder so. Mhm. Das würde heute auch nicht passieren. Ich meine, stell dir mal vor. So, und das ist ja nicht so Modric. Also sie hat schon Ramos statt zu PSG zu Xamax. Ja, aber der ist dann auch schon 36. Wäre mehr so der Toni Kroos kommt jetzt zum FC Zürich. Mhm. Ich würde mich auf Platzinterviews freuen. Du hast jetzt auf dem ZDF geschaut? Ja, ich habe es jetzt auf dem ZDF geschaut. Bis und mit Interview? Champions League Final? Nein, ich habe es französisch geschaut. Auf Sky. Ah, stimmt, du hast ja gar nicht. Ja, stimmt. Du hast das grossartige Interview auf dem Toni Kroos, das er abgebrochen hat. Eigentlich, ich habe es erst nachher gesehen. Hast du dann ein weiteres Thema? Wir haben so viele Themen. Hast du dann weiter geschaut, nachdem es fertig ist? Weil was mir. Das kann der, wobei mal, das passiert nicht nur im Champions League-Final. Sondern das Gefeiere, der Konfetti-Regen, das Gejubel, das Pokalgestämme, das finde ich unendlich langweilig. Ich muss dann recht schnell mich abstellen. Da bin ich relativ nahe bei Pedro Lenz, der damals gesagt hat, er wird am liebsten an den Verlierer zuschauen, dort passieren die spannenderen Sachen. Wie geht es dir mit Konfetti-Regen? Also ich finde, den Verlierer zuschauen, das ist fast ein bisschen pervers. Oder? Ja. Weil das ist wirklich, die sind einfach mega traurig. Oder? Und dann kriegen sie die Silbermedaille und müssen sie irgendwie wieder abziehen. So. Das finde ich mega traurig. Ja. Jetzt in dem Fall, ich bin eben super müde gewesen. Es war so spät. Und, ja, das hat ja mega spät angefangen. Ich hatte auch kein Adrenalin oder so. Weil es ist auch ein bisschen, ich habe es schon gerne geschaut, aber ein bisschen ist auch Pest oder Cholera. Oder? Es ist so, sind jetzt nicht die zwei Clubs, wo ich jetzt irgendwie mitgefiebert habe. Wieso? Ja, weil sie einfach zu gut sind, oder? Du hast gesagt, du schaust englischen Fußball und Bundesliga, dann schaust du ja laufend so Teams, oder? Ja, aber es ist wie so irgendwie einfach erschöpft gewesen, die Champions League, für mich. Ja. Ja, da bist du nicht bei mir. Der ist schon seit Jahren erschöpft. Nein, mich interessiert es einfach nicht. Das ist etwas anderes als erschöpft. Ja, aber wie geht es mit dir? Wir haben lustigerweise eine Hörerfrage von Andreas. Vom Kamerakind Andreas. Frage an die Herren Sikora Gisler. Jetzt nach der viel gefeierten Zeit. Wieso werden Trainer immer mit isotonischen Getränken und oder Wasser übergossen, wenn sie ein Interview bei einem Meistertitel, Aufstieg oder Klassenerhalt vor laufender Kamera geben? Imitation, ja. Hat man mal neu gesehen. Irgendeiner hat mal angefangen und jetzt machen es alle nach. Ja, es ist schon nicht sehr originell. Man weiß ja, dass es passiert. Und sie spielen dann immer noch mega die Überraschten. Ja. Dabei ist wahrscheinlich, selbst das ist wahrscheinlich bei der heutigen Siegerfeier schon durchgeplant. Also okay, nachher holen wir dann den euren Trainer zur Kamera, zum Interview und ihr kommt dann nachher mit einem Kübel, hey, machen wir gerade so. Wahrscheinlich ist das auch schon durchgeplant. Aber klassisch ist doch der Pokal wie gefüllt, oder? Mit das Spitz nachher, oder so, ja. Oder? Und das ist ja wie dann Vorwegnahme von dem, oder so, oder? Ja. Dass man muss mit Flüssigkeiten um sich spritzen, das gehört dazu zum Feiern. Ah, ist da irgendwie so ein sexueller Subtext von dir, oder? Als ich es gesagt habe, habe ich gehofft, dass es niemand gehört hat. Ich habe es nämlich nicht so gemeint. Okay, ja.
mit Getränk um sich werfen. Jetzt sind sie halt da, oder? Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie sie eignet sich dazu. Ja, und halt Champagner haben sie vorher noch nicht, bevor die Pokalübergabe ist. Also müssen sie halt das nehmen, was am nächsten ist. Und dann nehmen sie halt Wasser und Isostar und so. Oder wenn man wenn gerade RB Leipzig mal und Cup gönnt, dann. Haben Sie das auch gesehen? Was, die haben ja den Pokal mit Red Bull gefüllt. Nein. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das ist krank. Das Foto von irgendeinem Spieler, wo das... Wo das ist krank, oder? Also gut, das ist ein riesen Pokal, er hat eine Dose, er hat vielleicht noch mehr gebraucht. Das geht ja noch, aber ich meine, wenn du das nachher über den Kopf geklärt bekommst, dann kannst du wahrscheinlich 2-3 Tage nicht mehr bewegen, oder? Das ist auch so eingemottet. Wieso ist das krank? Das mit Red Bull? Ja. Das ist einfach... Ist das der Traditionalist? Dort kommt... Nein, aber das ist doch so anbietend, oder? Ja, klar. Aber das ist ja, wenn Bayern-Spieler Erdinger Weissbier sich gegenseitig über den Grind lehren, das ist ja ein Sponsor und das ist ja genau das Gleiche. Nein. Bayern ist nicht eine Filiale von Erdinger Weissbier. Das ist einfach ein Sponsor. Ja. Das finde ich schon ein Unterschied. Als das andere, das ist ja wirklich eigentlich... Ist das ein Dosenclub? Ja, das ist eine Filiale von einem Unternehmen. Ich habe doch den Verdacht, dass man bei Leipzig immer besonders streng ist. Ja, das ist mir auf jeden Fall. Also, wenn ich da auf deutschen Seiten so Meinungen oder Kommentare oder so lese, dann gibt es ja wieder die, die laufend über RB herziehen und die anderen, die das verteidigen. Das ist wirklich, das ist so festgefahren. Also ich glaube, gibt's wieso? Also entweder findest du das Hinterletzte und wieder Grund für den Niedergang vom Fußball, oder findest du einfach, sie sind einfach nicht viel anders als all die anderen Clubs da. Das gibt's schon, aber also Dings Kinder jetzt, die sind ja relativ direkt, oder? Und jetzt Mein sagt, Leipzig ist ein Dreck, oder? Ah sicher. Ja, aber das kommt doch die auch mit über, oder? Das hat ja nicht sich selber erarbeitet. Wie begründet er es? Nein, also das ist natürlich das, was er vermittelt bekommt, oder? Klar. Und dann findet man die einfach Dreck, oder? Ja. Ist ja nicht eine eigene Argumentation dahinter, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich wird es auch so sein, wenn man seinen Pokal leert, dann der Pokal ist nachher auch schwer ramponiert, wahrscheinlich. Das greift sicher irgendwie das Gold an, hundertprozentig. Ist ja nur, das ist ja nur flüssiger Zucker. Ja. Das ist ein bisschen Zucker. Ja. Warte nur, nächstes Jahr gibt es sicher einen neuen DFB-Pokal, weil der alte... Von Red Bull zerstört worden ist. Aber ich glaube, Eistee trinken ist nicht gesünder im Fall. Okay? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Zucker ist Zucker. Okay, gut, ich mache einen Club. Eistee mit dem Städten. FC Eistee mit dem Städten. FC Migro Eistee. Nein, der ist mega süß. Der ist ultra süß. Genau. Aber der Estati, der italienisch, der ist noch viel süßer, oder? Okay, Gourmet-Podcast. Ja. Wie hast du dich früher informiert, über was so läuft? Sport. Ja. Fernsehen. Ja. Dann hat der Nachbar hat Sport abonniert. Ja. Das war damals noch eine Zeitung, oder? Ja. So eine Zeitung, dreimal pro Woche gekommen oder so. Und im Notfall habe ich zum Internet von früher gegriffen. Und das war 164. Im Ferienlager, ich weiss noch, Kiental, Ferienlager, nicht gewusst, FCB wird Meister oder nicht. Und dann hast du natürlich dort keinen Fernseher gehabt und so. Ab zur Telefonkabine, Münze rein, 164. Und das Beste, es hat ja sogar Zwischenstände durchgegeben. Ah, wirklich? Halbzeitstände und alles Wüste. Habe ich sehr viel Geld ausgegeben, wahrscheinlich mehr Geld als für das Gusti Brösmeli-Witz-Telefon. Habe ich wahrscheinlich für 164 ausgegeben. Das war das andere. Ja. Das sind glaube die einzigen Nummern, die ich angerufen habe. Nein, Dings, Telefon war, nein, die Wanderung, wie hat das geheißen? Weißt du, die Radiowanderung wird durchgeführt. Findet nicht statt. Das ist 180 oder so, wo man herausgefunden hat, ob es Grümpi stattfindet oder die Schulreise der Klasse 3C vom Schulhaus Emetten in Hinterhasliberg findet nicht statt. Aber das ist wirklich, man hat sich ja viel überlegt und haben gefunden, das ist die beste Lösung, damit sich die Leute informieren können, wie es stattfindet. Das ist auch eine super Lösung. Du hast eine Telefonnummer und dort musst du halt einfach alles ablösen, bis dann deine Veranstaltung kommt. Das ist immer am Schluss gekommen. Wie eben 164 eben auch. Zuerst immer noch Velo gekommen und weiss nicht was. Das sind so Gesetzmäßigkeiten. Ja. Hast du gewusst, dass es 164 noch gibt? Nein, das glaube ich nicht. Der Meme hat vor ein paar Wochen hat mir sehr begeistert gesagt, hey, wir müssen unbedingt mal 164. Und ich habe jetzt heute Morgen schnell dich angerufen, um einfach beweisen, es gibt es noch, einfach zu mal schauen, wie das so tönt. Guten Morgen bei Sport 164. Aktuelle Schlagzeilen. Tennis. Weltnummer 2 Medvedev chancenlos. Eishockey.
Nino Niederreiter in den NHL-Playoffs ausgeschieden. Fußball. Bruno Berner neuer Winterthur-Trainer. Hauptbülter. Sie hören die wichtigsten Ereignisse in Kürze. Und da kannst du dich dann so durchklicken, habe ich dann auch gemacht. Grossart. Alles komplett computerisiert. Ist das der Hell 9000 oder so? Space Odyssey. Das kann man doch auch besser machen heute, oder? Ich finde es aber schon recht gut. Ehrlich? Also man muss auch sagen, früher ist es nicht besser gewesen. Ich kann mich noch erinnern, das ist auch irgendeine Nachricht, die ich auch wieder lesen wollte. Entweder, wahrscheinlich war es FCB, gewesen, irgendein Spiel. Und dann ist die durchgesackt. Und früher ist es so gewesen, dass die Frauen, die sonst bei der Auskunft gearbeitet haben, haben ja das müssen besprechen einmal. Ja. Die Sportnachrichten. Ja. Und dann ist dann irgendwie die Meldung gekommen. Der FC Basel besiegt, weiß nicht wer, so durch ein Tor in der 27. Minute von Benjamin Huggle. Benjamin Huggle. Ja. Wer kennt ihn nicht? Darum war es nicht unbedingt besser als jetzt. Irischer Nationalspieler, der hat 2 Saisons mit dem FC Basel gespielt. Benjamin, also du findest es auch nicht gut? Findest du auch, wir können das besser? Ich finde, hey, ich will jetzt nicht irgendwie meine Kinderängste, aber ich würde sagen cringe. Das klingt total cringe, oder? Es klingt ein bisschen cringe, ja. Total. Aber alle die, weißt du, so Siri und so am Telefon, die tönen ja viel angenehmer als jetzt das. Wenn noch, ich habe dann wieder geskippt zu einer Fußballnachricht. Fußball. Ja. Der FC Winterthur hat einen neuen Trainer gefunden. Beim Aufsteiger in die Super League übernimmt Bruno Berner die Nachfolge von Alex Frey, der künftig den FC Basel betreuen wird. Berner war zuletzt als Trainer der Schweizer U19-Auswahl tätig. U19? Also bei den Senioren, ist er bei den Senioren der Trainer gewesen. Nein, ist schon ein bisschen unheimlich. Ist wirklich unheimlich. Ich finde es grossartig. Und wer läutet da dann noch an, außer jetzt gerade du? Nachdem wir das jetzt demonstriert haben, wahrscheinlich wieder ganz viele Leute. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es gibt keinen Grund, oder? Mutter, das ist eine Art ein Sportresultate-Podcast. Oder? Ja, aber ich meine, du kannst ja auf dem Handy oder auf dem Computer, findest du es ja alles viel besser und schneller. Ja, aber es liest dir niemand vor. Doch, das gibt es ja auch. Also selbst, man könnte jetzt sagen, zum Leuten, die Mühe haben mit Sehen oder die Mühe haben mit Lesen, selbst du kannst dir ja Websites vorlesen lassen und alles. Es gibt ja die Hilfen auch. Ja, also das 164 gibt. Hey, ich weiß es. Ich leute nach einem 180. Hey, vielleicht Max. Einfach so Nostalgiker wie mir, oder? Ja. Ja, für die gibt es ja noch Teletext. Ja, das gibt's grossartig, ja als App. Natürlich. Auch Teletext. Als ja. App. Mhm. Auch als App. Das Beste. Ja. Der Beste. Ich glaube, der Max fängt jetzt an, falls man gar kein Velorennen ist und er muss schreiben, dass er sich einfach so 164 so ein bisschen laufen lässt im Hintergrund. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Ja. Ich finde es gross. Sehr, sehr gut. Ich habe einfach eingetragen. Jetzt muss ich mal schauen, was kommt, wenn ich 164 gebe. Dann ist wirklich etwas gekommen. Unglaublich. Der Bruno Berner. Was ist eigentlich mit dem... Das ist schon ein bisschen Trainerkarussell. Sind wir mit mir einig? Vor allem, ich habe es ein bisschen unheimlich gefunden, dass sich irgendwie eingebürgert hat, dass schon 5 Minuten, nachdem man Meistervier begangen hat oder aufgestiegen ist, wird schon bekannt gegeben. Und übrigens, unser Trainer geht irgendwie zum Nächsten und wir nehmen den von da und den Spieler geben wir dort und dort ab. So gerade eigentlich, ja, das ist seltsam. Bevor sie fertig gefeiert haben. Aber sind das die Interessen von denen, wo er weggeht oder dort, wo er ankommt? Wahrscheinlich schon eher dort, wo er ankommt. Wieso? Aber vielleicht, es könnte natürlich sein, dass natürlich ein Club, wo ein Trainer verpflichtet, der jetzt gerade einen Titel gewonnen hat, dass das natürlich, weißt du, solange die Euphorie irgendwie da ist, kannst du sagen, hey, wir holen den Meistertrainer oder so. Das ist natürlich vielleicht noch ein guter Effekt. Also André Breitenreiter. Aber du könntest trotzdem noch wenigstens 3-4 Tage warten. Also jetzt hat zum Beispiel der FC Zürich mit seiner Meistermannschaft dann nachher so durch die Dörfer tingelt und hat so ein bisschen Autogramm gegeben und so. Mit dem Schiff? Ja. Und über den Zürichsee? Das ist doch völlig sinnlos, wenn du nachher die Leute da schickst, die vorher bekannt gegeben hast, dass die übrigens alle weggehen. Ja, aber wenn du schon weißt, dann wird dir nachher vorgeworfen, ja, die haben das schon gewusst, die haben so da, als wäre. Und es ist dann auch wieder nicht mega recht. Schwierig, ja? Mega aber schwierig. Grundsätzlich hast du 2 Parteien und die können einfach sagen, hey, look, es gibt Stillschweigen. Ihr sagt nichts, wir sagen nichts. Und nein. In 3 Tagen geben wir es bekannt. Stillschweigen gibt es nicht im Fußball. Das kannst du schon machen. Der Blick könnte gar keinen Sportbund füllen, wenn es Stillschweigen gibt. Offenbar haben sie es ja auch können, weil das zum Beispiel Alex Frey zu FC Basel wechselt, ist nicht so, dass sie nach dem Schluss Pfiff anfangen haben zu verhandeln. Sie haben offenbar schon wochenlang verhandelt. Ja. Und das ist ja auch, das hat man auch geschafft, um es nicht raus zu trompeten. Müsste man schon schaffen. Also das ist ja ein bisschen, das hat ein bisschen so einen Nachgeschmack, oder? Dass du weißt, dass eigentlich ist ja alles schon
gefixt gesehen, oder? Also währenddem so der die wichtige Aufgabe betreut hat, oder, hat er ja schon anders gedacht, ja. Oder? Das ist so ein bisschen seltsam. Oder? Man muss fairnesshalber noch sagen, es ist ja wahrscheinlich wird das der eigene Club auch gewusst haben. Also es, sind, ja. Es ist nicht so, dass er hinter dem Rücken vom aktuellen Verein irgendetwas gemacht hat. Die haben das auch gewusst. Ja, das ist aber das Geschäft, ja, oder? Der Fan, du hast, den Fans tust du natürlich vorspielen, wie so, ja, unsere Supertruppe und so. Wie geht der Zürich-Slogan? Nie auseinandergehen. Oh. Ja. So, ja. Der kommt auch noch aus einer anderen Zeit, oder? Ja. Ja, aber habe ich komisch gefunden. Ich habe gefunden, es ist viel schneller gegangen jetzt das mal als sonst. Wirklich überall liegen, fertig und los geht's. Alle wechseln irgendwo an. Ist das so? Geht es viel schneller als sonst? Ist das rechtens so? Wird da der Fan hinters Licht geführt? Die Diskussion führen wir gerade weiter. Verabschiedet uns jetzt leider vom Fernsehpublikum, weil unsere Fernsehzeit am Ende ist. Ihr wisst, wie es läuft. Ich weise euch jedes Mal darauf ein. Uns gibt es auch zum Hören, inklusive Nachspielzeit. Überall dort, wo ihr Podcasts findet, Spotify, Apple Podcast, im Internet. Das Internet ist gross. Noch nicht als Telefonnummer, wo ihr darauf anrufen könnt. Und dann, das wäre eine Marktlücke. Du dich noch verabschiedest in der 164. Stimme. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Bis in 2 Wochen.